Also Leute, wir sind ein Team. Richtig? Ja. Ja. Und wir unterstützen uns gegenseitig in schwierigen Zeiten. Ja. Diana, ist irgendwas passiert? Naja, ihr wisst schon. Diana, was ist passiert? Erzähl es uns. Also Leute, ich habe kein Geld mehr. Könnt ihr das glauben? Und ich muss den ganzen Monat überleben. Ich habe nicht einmal Geld für elementare Dinge. Wimperntusche, Lippenstift, Maniküre. Diana, was schlägst du vor? Ich schlage vor, dass ihr gemeinsam einen Beitrag für eure Freundin und Kapitänin leistet. Na, was denkt ihr? Diana, sollen wir dich jetzt mit Mascara, Lippenstift und Maniküre versorgen? Nein, Mary. Sie will, dass wir sie mit Geld versorgen, weißt du? Mädels, ich werde euch in einem Monat alles zurückgeben. Wirklich? Nun, Diana, ich weiß nicht. Mädels, seid nicht geizig. Ich weiß, dass ihr Geld habt. Okay, Leute, kommt schon. Wir sind ein Team. Okay, Diana, ich gebe dir Geld. Aber denk dran, du hast versprochen, mir ein neues Maskottchen-Outfit zu kaufen, okay? Oh, Maskottchen, du bist der Netteste. Maskottchens neues Outfit kommt nächsten Monat. Also, Mädels. Hörst du das? Das ist ein hungriger Elefant, der gefüttert werden will. Und das ist ein Löwe mit einer verletzten Pfote. Ich rette jeden Tag Tiere und ich brauche deine Hilfe. Lass uns diese Tiere wieder topfit machen und für jedes von ihnen ein Zuhause bauen. Lade unser Spiel jetzt herunter. Unsere tierischen Freunde warten auf dich. Das ist die nächste. Okay, Diana, aber nur mit Gegenleistung. Natürlich, Mädchen, ich werde alles zurückgeben. Okay, Diana, ich gebe nach. Aber wenn ich dann Hilfe brauche, dann hilfst du mir auch, okay? Nastia, kein Problem. Diana. Was, Knopper? Ich habe es versprochen. Ich gebe es dir zurück. Na gut. Aber dafür gibst du mir morgen deine Ohrringe. Kein Problem. Mann, Cheerleader, warum gibt ihr das Geld nur für Wimperntusche und Glitzer aus? Es ist besser, das Geld für eine gute Mahlzeit zu verwenden. Maskottchen, ein leckeres Essen ist nicht der Hauptsinn des Lebens. Viel wichtiger ist es, schön zu sein. Ich weiß nicht, Mädels, aber jetzt lasst uns trainieren, okay? Wir trainieren jetzt und ich warte draußen, dass ihr euch umzieht. Versteht ihr? Also, Mädels, auf zum Training. Diana, wir haben dir geholfen. Wie wäre es ohne Training heute? Mädels, ihr könnt beides haben. Also geht euch umziehen. Diana, wir haben dir geholfen. Also Leute, wir wollen beliebt sein. Und nur Partymacher werden beliebt. Also wird es dieses Wochenende eine Party bei mir zu Hause geben. Es gibt nicht viele Einladungen. Cool, sogar die Verlierer sind eingeladen. Nur die Elite geht zur Party. Also nehmt schnell die Einladungen an. Wir werden kommen. Wir werden auch auf der Party sein. Wir werden auf euch warten. Also, was ist hier los? Wir warten auf euch auf der Party. Das wird lustig werden. Wir werden auf euch warten. Das wird lustig werden. Eine Party der Frösche? Ich glaube nicht, dass es da so cool sein wird. Nein, wir werden nicht kommen. Was ist denn hier los? Oh, manche haben uns abblitzen lassen. Mädels, hebt die Einladungen auf. Nun, ich verstehe das nicht. Was ist denn hier los? Wir sind zu dieser Party eingeladen. Zum ersten Mal. Gigi und ich werden hingehen. Von welcher Party sprecht ihr? Ich gebe eine Party in meinem Haus. Wir wollen beliebt sein. Und wer eine Party macht, ist immer beliebt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch kommen. Es gibt nicht mehr viele Einladungen, Ratten. Jana, hast du schon gehört? Die Frösche feiern eine Party. Ja, sie wollen beliebt sein. Mädels, lass uns dort hingehen. Natürlich werden wir hingehen. Natürlich könnt ihr Ratten kommen, aber nur ohne Rattensachen, okay? Kommt, wir gehen und beschweren uns bei Lehrer Mike. Was meinst du, Leila? Warum gehen wir nicht auf die Party? Jana, beliebte Rebellen sind genug für uns. Das reicht. Wir brauchen niemand anderen. Leila. Leila, warum können wir nicht auf die Party gehen? Also, keine Party? Ich hab diese Ratten so satt. Mädels, geht und haltet sie auf. Sie werden sich bei Lehrer Mike beschweren. Blondie, aber wie? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Blondie, gibt es eine Kleiderordnung? Ja, es wird hell. Also, Julie, ich werde ein helles Oberteil, ein großes helles Kleid, eine helle Strumpfhose und helle Sandalen werde ich tragen. Und ich werde einen hellen Badeanzug tragen. Wow, Julie, wirklich jetzt? Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergesst den Rest der Welt, wenn du bei mir bist, ja. Romeo, das ist einfach der Himmel für die Ohren. Du singst so cool. Sing mal was anderes. Diana, I love you. I love, 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 love you. And I need you to love me. Ich verstehe nicht. Ist Diana in Romeo verknallt oder was? Nein. Diana mag nur Romeos Gesang. Ich hoffe, sie lässt sich mit ihm nicht ein. Das wäre irgendwie komisch. Romeo, du singst so gut. Mit so viel Offenheit. Für mich hat noch niemand gesungen. Mädels, ob ich mit Romeo zusammenkomme oder nicht, ist nicht eure Sache. Also, Romeo, sing weiter, bitte. Diana, alles nur für dich, okay? Oh, hallo Mädels, wir haben nach euch gesucht. Diana, schau mal, was ich für dich habe hier. Hallo Jungs.
Igor, du kommst zur falschen Zeit. Markus, bitte verlasse die Umkleidekabine. Und deine rosa Schokolade beeindruckt mich gar nicht. Romeo singt solche Lieder für mich. Hey, was? Jungs! Also, Romeo, sing weiter, bitte. Oh, läuft ja richtig gut mit Diana. Wir hören uns diesen Gesang schon seit 20 Minuten an. Hör zu, Diana, ich bin gekommen, um dir eine wichtige Nachricht zu überbringen. Frösche veranstalten einfach eine Party bei ihnen zu Hause. Was? Diana, hast du das gehört? Was? Na gut, Romeo, danke fürs Singen. Es ist wunderschön gewesen, aber ich habe Wichtiges zu tun. Okay, Diana, ich kann auch noch auf Französisch singen und so, ja? Verzieh dich, okay? Du Singvogel. Du wirst dich verziehen und ich werde für Diana singen. Die Frösche machen also eine Party. Mädels, wir müssen das in Ordnung bringen. Wir haben schon lange keine Party mehr gemacht. Also, wir machen dieses Wochenende auch eine Party. Super! Sind wir auch eingeladen? Ich werde an die Jungs denken. Diana, wie können wir ohne Freunde hingehen? Knopper, ich denke darüber nach. Mist, Markus, das ist nur wegen dir. Diana mag es nicht, wenn man so aufdringlich ist. Bring das in Ordnung, Markus. Was habe ich denn falsch gemacht? Lehrer Mike, Sie müssen etwas unternehmen. Was das Problem ist? In der Schule werden Party-Einladungen verteilt. Wir wollen nicht, dass Sie beliebt werden. Verstehen Sie? Wir wollen unbedingt zu Ihrer Party. Ryan! Mädels, ich kann nicht verstehen, was euch stört. Dass die Party bei Ihnen zu Hause ist oder dass Sie beliebt sein wollen, hä? Jungs, ich bin schockiert. In dieser Schule wollen alle nur beliebt sein. Ja, die sollen weiter träumen. Hier sind nur die Basketballspieler und die Rebellen beliebt. Und auch Burger, Pizza und der Erdbeermojito sind in der Schule beliebt. Lehrer Mike, warum wir brave Mädchen... Und braver Junge... ...keine Partys veranstalten und keine Einladungen in der Schule... Und nicht nach Beliebtheit streben. Wir behalten die Dinge im Auge und schreiben einen Artikel über all diese Schulkinder. Und Sie, Lehrer Mike, sind untätig. Ich kann nicht verstehen, was ihr wollt. Wollt ihr auch beliebt sein? Dann macht es doch einfach. Ist doch mir egal, okay? Ist doch in Ordnung. Was ist Lehrer Mike? Eigentlich, Lehrer Mike, sind wir bereits beliebte Ratten in der Schule. Und ich bin der beliebte Junge der Schule. Pilzer, warum warst du so lange bei den Basketballspielern? Worüber habt ihr gesprochen? Ach, ein Drama über Beliebtheit. Und mir wurde gesagt, dass Burger, Pizza und Mojito auch beliebt sind. Also willst du auch bei ihnen beliebt sein, oder was? Ich spreche nicht von mir. Ich spreche von der Speisekarte. Und wenn ich beliebt wäre, würdest du mich abservieren? Ich war mal mit einem beliebten Mädchen zusammen und ich will das nicht mehr. Was soll ich jetzt machen? Pizza. Verdammt, ich kann nicht. Meine Hände sind schon ganz steif. Rinschaft, nimm deine Hände runter. Was ist das? Wir sind gerade im Café. Dima, ich kann nicht. Carina, was ist mit dir los? Grünschopf war bei der Achselhaarentfernung. Oh mein Gott. Sie hat eine Reizung. Das tut weh. Dima, ich kann nicht mehr. Kannst du meine Hände halten? Grünschopf, lass das einfach, okay? Verdammt, Dima. Bist du jetzt mein Freund oder nicht? Leute, was wollt ihr bestellen? Eis. Eine Menge. Komm, Grünschopf, gehen wir. Dann gehen wir erst in der nächsten Pause ins Café, okay? Dima, bleib sitzen. Eis, ich warte auf Eis. Zwei Burger für uns, okay? Und eine Pizza. Okay, mach ich fertig. Hast du Eis mit Menthol? Grünschopf, ich hab die Nase voll von dir. Gott, Dima, weißt du, wie weh das tut? Du hast Glück, dass du nicht als Mädchen geboren wurdest. Also, Lehrer Mike, wir werden die Frösche aufhalten. Sonst wird unsere Schule zu einer Werbefläche für Partys. Das wollen sie nicht. Ich habe nichts gegen Partys. Aber die Sachen, die die Frösche machen, sind einfach zu viel. Mädchen, lasst uns auf die Party gehen. Vielleicht hört ihr dann auf, so wütend zu sein. Also gut, Mädels, ich werde mit den Fröschen sprechen. Sie werden die Einladungen nicht in der Schule verteilen, sondern nach der Schule. Versteht ihr? Vielen Dank. Zumindest dafür, Lehrer Mike. Wisst ihr, warum wir nie beliebt werden? Beliebt werden? Nein. Oh, ich weiß ja nicht. Weil ihr Schwächlinge seid. Ihr konntet die Ratten nicht aufhalten. Und sie haben alles Lehrer Mike erzählt. Weißt du, Blondie, du könntest ja auch hingehen und sie aufhalten. Du kennst doch Layla, die Hauptratte. Es ist schwer, mit ihr umzugehen. Ich habe Angst vor ihr. Wisst ihr, Mädels, wenn ich alles selber mache, wozu brauche ich euch dann? Was meinst du mit warum? Wir sind ein Team. Frogs, ihr gebt also eine Party und wollt ihr uns nicht einladen? Wir haben schon lange keine Party mehr gemacht. Nur die Elite geht zu unseren Partys und unsere Konkurrenten haben dort nichts zu suchen. Wie schade, Mädels. Habt ihr schon gehört? Wir sind nicht zur Party eingeladen. Ach, und ich wollte so gerne feiern. Ich wollte auch eine Party. Rebellen, ihr seid weg vom Fenster. Unsere Party ist nichts für euch. Seid im Stillen eifersüchtig. Wir sind keine Leute, die eifersüchtig sein werden. So, Mädels, jetzt müssen wir unsere eigene Party machen. Lasst uns allen die Einladungen zukommen lassen. Wie meinst du das? Wir können sie wirklich einladen. Vielleicht können wir Freunde werden. Blondie, ich glaube, du bist manchmal echt dumm. Dumm? Die Rebellen müssen aufgehalten werden. Schon wieder? Willst du feiern? Verstanden. Wer ist in meinem Team? Püppchen, Zuckerpüppchen, Gänse. In so einem Team werde ich doch nie beliebt werden. Also Leute, ihr sitzt ja so gelangweilt herum. Wir wollen, dass es euch Spaß macht. Wollt ihr feiern? Ja, das wollen wir. Ja, wirklich. Grünschopf, du kannst da nicht hingehen. Es wird nur noch mehr wehtun, ja? Lehrer Mike,
Ich verstehe das nicht. Die zweite Aufnahme? Mädchen, ganz ruhig. Hey Leute, die Rebellen feiern eine Party. Wollen wir hingehen? Natürlich. Alle sind zur Party eingeladen. Auf der Party wird es heiß hergehen. Wir werden grooven. Entscheidet euch richtig. Entscheidet euch richtig. Und wir werden mit unseren Mädchen feiern. Markus, beherrsch dich. Markus, beherrsch dich. Also Leute, lasst Lehrer Mike reden. Dankeschön. Keine Partys und hört auf, in der Schule Partys anzukündigen. Versteht ihr das? Keine Partys. Hallo zusammen. Frösche, seid ihr auch gekommen, um eure Party anzukündigen? Nein, wir wollen die Rebellen stoppen. Blondie hat uns darum gebeten. Hört mal, ihr werdet keine Party feiern. Okay, stopp. Es wird keine Partys geben, okay? Lehrer Mike, seit wann hören Sie auf die Meinung von den Ratten? Haben die jetzt das Sagen in unserer Schule? Lehrer Mike, was ist das Problem? Wir machen am Wochenende eine Party. Also Leute, wer kommt mit? Ich! Gut, ich werde euch heute Einladungen in eine Gruppe schicken. Frösche, ihr könnt kommen, wenn ihr wollt, ja? Die Rebellen haben uns eingeladen. Na super, Lehrer Mike wird auch da sein und euch alle kontrollieren. Versteht ihr das? Wir kommen auch mit. Wirklich? Ja, und ich werde über alles schreiben. Super. Und? Ja, wir nehmen Blondie mit. Rebellen, braucht ihr uns auf der Party? Es wird eine leckere Pizza geben. Und eine Menge Erdbeermojitos. Natürlich brauchen wir euch. Ihr seid eingeladen. Großartig. Das wird die beste Party der Rebellen sein. Jana, die Basketballspieler sollten aber nicht zur Party, oder? Sie sollten gehen. Wir bringen sie aus dem Konzept. Diana, wir werden auch kommen. Kapiert ihr? Wir sehen uns also auf der Party. Na gut, Jungs. Der Wunsch, beliebt zu sein, ist in der Schule zu groß. Aber die Rebellen sind wirklich die coolsten. Also, liked und abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen, coolen Episoden. Bis bald, Leute. Auf Wiedersehen.